Hallo, Malte hier. In diesem Video werden wir eine neue Schreibweise oder Notation kennenlernen. Und ich fange einfach mal an. Und zwar mit etwas, was du schon kennst. Einer 10. Und diese 10 kann ich miteinander multiplizieren. Ich könnte zum Beispiel 10 mal 10 rechnen. Da wissen wir schon, das ist das Ergebnis 100. Und ich setze diese Reihe jetzt mal fort und mache hier 10 mal 10. Mal 10 und das gibt 10 mal 10 sind 100, mal 10 gibt 1000, also 1, äh 1 mit 3 Nullen. Langsam wird es so ein bisschen aufwendiger und ich springe jetzt mal ein paar Schritte hier in dieser Reihe und schreibe diese 10 10 mal. 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Mal 10. Jetzt haben wir schon 7, damit sind es 8. 9 und 10. Und das ist jetzt super aufwendig schon zu schreiben. Und das Ergebnis, das ist auch nicht so leicht zu schreiben, das ist nämlich eine 1 mit insgesamt 10 Nullen dran. Denn jedes Mal multiplizieren mit 10 hängt ja hier gerade eine 0 dran. Das heißt, ich zähle durch. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich setze noch ein paar Pünktchen, dass wir ein bisschen besser erkennen können. Und so sehen wir, das sind 10 Milliarden, also etwas größer als die Anzahl der Menschen auf unserer Erde. Und das ist ziemlich aufwendig zu schreiben. Und deswegen hat sich die Mathematik hier etwas Schlaues ausgedacht, nämlich Exponenten. Ein Exponent, und damit kann ich das hier wesentlich kürzer schreiben. Ein Exponent gibt die Anzahl von diesen Zehnern hier. Also im ersten Fall wäre das 10 und man sagt es 10 hoch 1, denn wir haben eine 10. Beim nächsten haben wir nicht nur eine, sondern 10 mal 10 oder kurz geschrieben 10 hoch 2. Hier sagt man auch 10 zum Quadrat. Das ist vielleicht etwas, was du schon mal gesehen hast an anderen Stellen. Im dritten Schritt hier wären das dann 10 mal 10 mal 10, also 10 hoch 3, denn wir sind 3 Zehner. Und das ist einfach eine Kurzschreibweise davon. Ob wir jetzt 10 mal 10 mal 10 schreiben oder 10 hoch 3, das ist das gleiche. Und jetzt wird es langsam echt wirklich nützlich, denn in diesem Fall können wir diese riesig lange Zahl hier, diesen riesenlangen langen Ausdruck einfach schreiben als 10 hoch 10. 10 hoch 10 sind genau 10 Milliarden, das heißt eine 1 mit 10 Nullen. Und jetzt prüf mal, ob du es schon verstanden hast. Nehmen wir mal an, jemand kommt auf der Straße auf dich zu, wäre eine ziemlich komische Person, ehrlich gesagt, und fragt dich, was ist 10 hoch 5? Was würdest du sagen? Gut, 10 hoch 5 steht für 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Mal 10 also 5 mal und das ist eine 1 mit 5 Nullen oder 100. 1000 und das ist das gleiche wie 10 hoch 5. Vielleicht fragst du dich an der Stelle, okay, wir haben jetzt super, super viele Zehner hier in diesem Video geschrieben, könnte ich das auch mit einer anderen Zahl machen als mit der 10? Und die klare Antwort lautet, ja, klar. Wir könnten auch 4 hoch 3 oder sowas rechnen. Bei der 10 ist es aber besonders praktisch und das war jetzt der Fokus von diesem Video.